Freunde, schauen wir uns hier mal von Sony das Autoradio an, das Multimedia-Gerät für euer Auto, und zwar das DSX-A200UI. Ja, 55 Watt mal 4 Megabass, iPod USB. Ich denke, das ist klar, AUX-In, ne? Also kann eigentlich alles das, was man heute braucht, hat hier so eine Megabass-Taste. Wie sieht der Lieferumfang aus? Und zwar ganz exakt so. Ihr habt einmal das Radio selber. Ja, das schauen wir uns aber an, wenn ich es dann tatsächlich auch verbaut habe. Ich halte euch mal so rein, da brauche ich den Film nicht entsprechend umdrehen, sondern kann das so hier weiter in dieser Form betreiben. Ja, ja, was haben wir noch? Die entsprechende Verkabelung natürlich. Ne? Und ihr seht hier diese beiden Werkzeuge. Ja, ich benutze die eigentlich immer auch zur Fixierung des Rahmens, dann im Autoradio, je nachdem wie der Rahmen ist, dann kann man das noch dazwischen stecken. Musste ich mir aber letztens einiges an Anfeindungen anhören, weil eigentlich ist das Teil natürlich dazu da, hier den Rahmen abzunehmen. Ne? Also im Endeffekt, ihr nehmt hier einmal den Rahmen ab, ich zeige es euch gerade, dann brauchen wir es vielleicht nachher beim Einbau nicht machen. Ja, so. Und dann könnt ihr eben halt den Rahmen nachher vom Radio trennen, indem ihr diese ganzen Geschichten hier seitlich einführt. Ja, das mal dazu. Aber ich denke, das ist denjenigen, die so ein Radio einbauen, vielleicht auch schon alles klar. Ne? Dann kann man das hier eben rausklicken und kann das hier rausziehen. Ja, so Leute, also, ich lasse das aber eigentlich immer den Rahmen ja dran, ne? Weil wenn es passt, warum soll ich dann den Rahmen hier nochmal abmachen und so weiter? Das ist völliger Unfug, braucht man nicht. Ne? So, bevor wir gleich unser Autoradio einbauen, hier mal ganz kurz nur eben halt, ich habe hier einen Stick, ne, und hier die Ordnerstruktur einmal ganz kurz. Also auf dem Stick selber liegen ein paar Musikdateien und dann haben wir einmal den Ordner AA und BB, ja, in der Geschichte. Aber wichtiger ist an der Stelle CC, weil da habe ich dann nochmal CD1 und natürlich auch CD2. Das ist so eine Struktur, die vorstellbar ist, ne, dass ihr da an der Stelle hier einmal AA habt, also wo ihr euren Ordner, was weiß ich, Best of, und dann hier an der Stelle hier drüber, was weiß ich was, dann, ja, was weiß ich, Bravo oder sonst was, und da eben halt noch vielleicht CD 1 und 2 ist, ne? Also mehr Ordnerstrukturen gehen wir nicht durch. Wir könnten jetzt hier in BB entsprechend noch was reinziehen. Mache ich noch, dass wir da auch was drin haben. Ja, Freunde, die Ausgangssituation, ne? Alter Clio, glaub Baujahr 2000, 16 Jahre alt, von meiner Tochter hier, Fahranfängerin. Und ja, wir haben das übliche, ne, Antennenkabel und die beiden Kabel hier entsprechend zum Anschluss unseres Autoradios. Ja. So Leute, da ist unser Sony und ich habe nur eines getan, nämlich hier schon mal unsere Kabel eingesteckt hinten. Ne? So, und dann seht ihr, ihr könnt euch gar nicht vertun, weil das ist ein Standard, der ist auch geblieben. Ja, ihr habt natürlich heute mittlerweile Autoradios, was weiß ich, da ist das so ein Teil, ne? Wie bei meiner Frau beim Skoda, da hatte ich das auch mal versucht, aber ja, machen die Autohersteller natürlich extra. Ne? Ihr sollt immer denen ihre Geschichte kaufen. Früher Standard, passt. Ja? Und ihr könnt euch auch kabelmäßig, ich denke, das seht ihr, ne, anhand eben halt der Kabel, nicht vertun, Leute. Ja, Leute, das war's. Ne? Also im Endeffekt seid ihr farblich hier, ne, immer, ja, gleich. Also ihr könnt da nicht viel verkehrt machen an der Stelle. Und hier einmal Antenne rein, ne? Die müsst ihr wirklich richtig fest reinschieben. Sicherung ist hier unten drunter, war also schon drin, braucht ihr auch nichts machen. Ja, und wenn ihr jetzt eben halt noch zusätzlich Boxen verbaut habt, ne, dann könnt ihr hier drüber eben halt hergehen und ganz normal über Clinchkabel entsprechend das Ganze hier verbinden. Ne? Und hier eben halt noch das Ganze Rear Sub machen. Ne? So, letztes Mal hatte ich einen sehr unschönen Kommentar von irgendeinem Super-Experten. Natürlich könnt ihr jetzt hier das Chassis, habe ich euch gezeigt, mit den Schlüsseln entsprechend, ne, die Umrandung hier das Ganze rausnehmen. Aber zum Beispiel wie hier, ich habe hier nichts weiter zum Verbauen, ja, sondern im Endeffekt kann ich das hier so lassen und einfach reinschieben. Und wie man das Ganze noch ein bisschen fester bekommt, zeige ich euch gleich. So, drin ist es und ihr seht, jetzt sitzt das Ganze noch ein bisschen locker. Ne? Wir haben ja jetzt nur noch den Rahmen, den wir draufsetzen können. So, und was wir jetzt machen, zeige ich euch. So, ihr setzt einfach die beiden Werkzeuge zum Wechseln des Rahmens bzw. zum Lösen des Rahmens rechts und links ein. Ne? Weil hier war es ja schon sehr, sehr knapp, ne, vom Einbau her, aber es war eben halt, ne, zu locker. So, ihr setzt die links und rechts ein, schiebt die, wie gesagt, wirklich jetzt hier einmal komplett bis hinten hindurch, ja, und geht her, schiebt jetzt hier das Chassis, den Rahmen, wie auch immer ihr das nennen wollt, ne, komplett einmal rein, ja. So an der Stelle, und ihr braucht es eigentlich auch gar nicht lösen, das habe ich jetzt nur gemacht, um das für euch darzustellen. Ne? So, jetzt habt ihr hier entsprechend, nachher kommt noch der Rahmen drauf, das seht ihr nicht, ne? Das Ganze minimal verbreitert
Und jetzt werdet ihr sehen, gleich machen wir es ruhig zusammen. Ja, wenn wir es jetzt reinstecken, dann seht ihr, ist das Ganze ja gleich schon wieder bombenfest. Ne? Ja, so, ja. Leute, jetzt passt das Ganze, wackelt nichts mehr. Ja, und schon habt das drin. Ne? Da braucht ihr nichts verbauen, links und rechts und so weiter. Das war mein Thema, ist vielleicht beim letzten Video, ich glaube, das war das Panasonic, nicht so richtig rübergekommen. Und so habt ihr das wirklich festsitzend, absolut bombenfest drin. Okay, so, es sitzt und ich denke, ihr könnt sehen, dass das Ganze hier auch perfekt sitzt. Ne? Also, nochmal dazu. Okay, ihr seht, eingeschaltet und schon geht das Ganze hier relativ schön los. Ich mache jetzt mal ein paar Menüeinstellungen und dann machen wir mal den Music-Check, ja? So, Radio, Leute, haben wir auch natürlich, ne? Terrorkampf zusammengekommen. Sie wollen sich dabei auf Grundzüge einer neuen EU-Richtlinie einigen, die etwa eine gemeinsame Definition Terrorismus. So, also ich habe noch den Vergleich letztens zu dem Panasonic, was ich getestet habe. Lautstärkenmäßig kommen wir hier noch höher. Komischerweise hat dieser alte Clio hier ja sehr, sehr gute Boxen. Also, Deutschland hat die Vorgaben bereits im vergangenen Sommer weitgehend umgesetzt. Für die Bundesrepublik nimmt Dressurchef Maas teil. Russland und China erhöhen den Druck. So, die automatische Suche, einwandfrei. Einfach hier einmal auf Mode gehen, dann könnt ihr hier über den Drehknopf, alles wird über den Drehknopf gemacht, eben halt drehen und Enter drücken. Ja, funktioniert einwandfrei. Manuelle Suche ähnlich, nur dass ihr dann nachher den manuellen Platz einmal lang gedrückt haltet. Auch das logisch, einwandfrei, kein Thema. Ich mache einen Schnelldurchlauf, nur damit ihr seht, dass es funktioniert hat. Muss aber schnell machen, weil irgendwo wieder, ich sage mal, urheberrechtlich geschützte Musik drauf sein könnte. Machen wir es. Ja, habt ihr gesehen? Also alles gespeichert. So, ich mache mal wieder ein bisschen schneller hier an der Stelle, beziehungsweise ein bisschen längeres Video. Das ist das, was ich sagen wollte, damit nicht so viele Fragen kommen. Ne? So, USB eingesteckt, schon zeigt er euch den USB an. So, und dann schauen wir mal, Musik. Ja. Sprechen wir kurz über den Megabass. Ihr könnt zwei off und einschalten. Ne? Also eins, zwei und off. Ich mache es an der Stelle auf off, weil das Musikstück eh leicht übersteuert ist. Okay. So, Freunde, zu unseren Alben. Gibt es leider etwas Negatives zu berichten. Ne? Und zwar, ich mache es mal gerade leise, ihr habt hier entsprechend natürlich die Möglichkeit hier drüber, ihr seht das Album rauf, runter, könnt ihr was machen. Aber jetzt achtet mal bitte ein bisschen aufs Display entsprechend. Dann seht ihr hier Album 5, ja, ihr seht hier Album 3, ihr seht hier Album 1, ja, Album 6 entsprechend. Ne, könnt in den Alben und dann könnt ihr in den Alben natürlich hier zum nächsten Titel springen. Das ist gar keine Frage. Ne? Und wenn ihr zum nächsten springt und es ist also in dem Album nichts mehr da, dann springt ihr natürlich jetzt zu Album 6, ja, Album 6, Titel 2. Und dann seid ihr wieder hier im Album 1. Ne? So, und da gibt es natürlich ein paar mehr Musiktitel. Das habt ihr gesehen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, und dann kommt ihr in Album 3. Ne? Entsprechend mit zwei Musiktiteln. 3, ja, okay. Und dann kommen wir irgendwann hier in Album 5. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ja, ne? Also, es nützt mir recht wenig an der Stelle, wenn mir der Name des Albums nicht angezeigt wird. Das ist das Thema. Ihr könnt hier aber, habt dann noch eine zusätzliche Funktion, ihr könnt hier eine Suche machen und könnt hier entsprechend, da seht ihr die Geschichte, und könnt jetzt hier drüber relativ schnell vorspulen, so immer um 10%. Ja, wenn ihr jetzt also wirklich einen Stick habt, wo ihr massenhaft Dateien drauf habt, ne, und dann, was weiß ich, das Ganze halbwegs geordnet und nummeriert habt, dann geht das Ganze. Ne? Aber mir wäre es natürlich lieber, und ich denke euch auch, wenn da irgendwas stehen würde, was auch tatsächlich die Albumstruktur, nicht Album 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Okay. So, 12:01 Uhr, da sind Nachrichten drin. Da können wir mal eben ganz kurz hier die Umschaltung probieren. Ne? Wir sind also jetzt aktuell auf dem USB. So. Da oben habe ich einen MP3-Player angeschlossen, ja, da sind wir jetzt drauf.
und dann einmal auf den Tuner dürften da Nachrichten drin sein, hoffe ich mal. Ja, super. Ja. Machen wir mal die Umschaltung, wenn wir das Ganze überspringen wollen, zweimal, geht auch, denke ich, relativ flott. Ja, sofort da, ne? Also, das ist von der Umschaltung her super, ne? Radio braucht immer ein bisschen länger, ich denke, das wisst ihr. So, gehen wir mal auf den USB. Ja, super schnelles Ansprechverhalten. So Leute, lasst uns ein Fazit ziehen. Nochmal zu dem Megabass. Na, habt ihr gesehen, funktioniert tadellos. Ton, exzellent, gute Lautstärke und vor allen Dingen sehr fein einzustellen, 0 bis 50. Ja, also sind ja manche, die habt da, was weiß ich, bis 15. Ne? Und das hier passt absolut. Das Hin- und Herspringen, habt ihr gesehen, ne? Zwischen den einzelnen Geräten, Tuner, dann eben USB und AUX-In, Astrein, super schnell, passt. Ja. Die ganze Menüeinstellung, Menüführung, ihr seht, ihr habt nicht übermäßig viele Button, ja, wie das oft so der Fall ist, ne, sondern habt hier entsprechend die Umschaltung, ja, habt hier unten die Geschichte Mode, ne, wo ihr reingehen könnt und dann hier FM 1, 2, 3 und natürlich dann die Geschichten einstellen könnt, Mittelwelle, ne? Ich glaube, hört kein Mensch oder sowas, ne? Ja, ihr habt hier drüber, müsst natürlich immer auf dem richtigen Port sein, ne? Hier die Geschichte zu suchen und zu sagen, komm, ich drehe hier mal und dann habt ihr immer 10%, also überspringt immer so ein paar Titel, ne? Entsprechend hier und könnt das Ganze, ja, müssen wir nochmal auf die Suche gehen hier. Auch das habe ich euch gezeigt, super, ne? Einstellungsmenü war auch super kinderleicht, also auch hier Radiosender, ne? Im Endeffekt einen suchen und dann hier, was weiß ich, lang gedrückt halten, gespeichert, fertig, ne? Also eigentlich so der Standard, ja? Passt alles, was nicht so richtig gepasst hat, das war die Geschichte mit den Ordnerstrukturen, ne? Weil wir hier an der Stelle, was die Ordner anbelangt, ja, geht er folgendermaßen vor, kann ich euch mal hier anhand der Bedienungsanleitung zeigen. Ne? Er spielt also, ich sage mal, den Überordner und dann jeden einzelnen Unterordner so ab und nennt das Ganze immer, habt ihr gesehen, Album 1, 2, 3 und so weiter. Das hat jetzt nicht so richtig gepasst, aber dafür würde ich jetzt auch irgendwo so einen Stern abziehen wollen, weil die Ordnernamen nicht behalten werden. Aber da der Sound wieder super gut ist, ja, und auch der Megabass hier nochmal einzustellen ist, nicht nur Megabass an und aus, sondern ihr habt das gerade noch kurz gehört, in zwei Schritten, ne, dass das Ganze, wenn ihr sowieso schon basslastige Geschichten habt, auf Megabass einstellen könnt und so noch ein bisschen mehr Bass habt und nicht das Ganze übersteuert direkt, ne. Einbau super kinderleicht, Standard, ja, und ihr habt gesehen, selbst wenn ihr jetzt noch mehrere Boxen verbaut habt, könnt ihr über Clinch-Kabel das Ganze hier auch super einfach installieren. Auch das hat gepasst. Insofern würde ich jetzt hier auf so einem Amazon-Niveau von 5 Sternen, ne, würde ich jetzt hier auch wirklich nichts abziehen wollen. Ich würde einen halben Stern oder einen Stern abziehen wegen der Ordner, würde aber dann wegen dem Sound wieder sagen, komm, da gibt es wieder noch einen Pluspunkt oben drauf. Also bleibe ich bei 5 Sternen. Ja, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Ich werde das Teil jetzt hier nicht in Benutzung haben, das sage ich jetzt nur dazu, wenn da Fragen kommen. Beim letzten Mal bei dem Panasonic, jedes Mal zum Autorennen von meiner Tochter mit Sticks und so weiter und so fort. Ja, das ist wenig Sinn. Und meine Tochter, die packt hier sowieso ihr iPhone dran und mehr macht die, glaube ich, sowieso nicht damit. Das war das Thema, ne? Ja, Leute, also wie gesagt, wenn ihr da keine Antworten auf eure Fragen bekommt, seht es mir diesmal nach. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr könnt was damit anfangen. Nochmal, von mir gibt es eine klare Empfehlung. Leichter Einbau, super Sound, super Menü, mega Bass passt. Anschlüsse, schnelles Umschalten, alles toll. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und bis zur nächsten Review. Euer Mr. Boldfish.